Drosseln! Immer dasselbe. Aber Fanculo! Auf oder zu? Oh, auf. Grüß Gott. Wer wird Europameister? Schnitt. Warum nicht schon wieder? Was heißt nicht schon wieder? Die waren schon Weltmeister, die brauchen die Europameister. Ich gebe dir 100 Euro. Jetzt sofort, wenn du sagst Italien. Erst die 100 Euro, dann sage ich dir Italien. Ah, siehst du, du bist verkäuflich. Ja, habst du das gesehen? Darf ich eins mitnehmen? Ja. Oder noch eins? Na gut. 100 Euro, ja. Danke. Dann darfst du zwei nehmen. Na, weil wegen meiner Nachbarin, die sagt immer wieder, könnte sie so nett sein und mir so Dingsbums mitnehmen und alles drum und dran. Ich bedanke mich, aber ich kann dich beruhigen. Glaubt viele nicht, oder? Ich kann dich beruhigen, mir werde Europameister. Eindeutig. Nee. Alles spricht für uns. Alles spricht für uns. Schauen wir mal, reden wir mal weiter, wenn es vorbei ist. Dann wirst du mit der Deutschlandjacke ankommen. Niemals! Niemals! Verdammt, Deutschlandflagge. Schmeiß deine Handgranate in den Lader rein. Ja? Und weiter geht's. Salvatore auf der Pirsch. La la la. La pioggia. Also, meine Opfer, wo sind meine Opfer? Ah, die geht nicht. Die sind so gefährlich. Nächste Opfer. Ich brauche Opfer. Vittime. Ah, da hinten. Das ist der Hund. Der kleinste Hund weit und breit. Mit der größten Schnauze. Fuffi, komm mal her. Wer wird Fußball-Europameister? Hopp. Ich übersetze. Der Hund meint, Italien wird Fußball-Europameister. Ja. Und du? Auch, glaube ich. Auch, ist ja besser für dich, ja? Du weißt ja. Naja, bestimmt. Hier bin ich der Chef, das weißt du ganz genau. Ich weiß es. Ah. Hast du 5 Euro? Bitte? Hast du 5 Euro? Nein, habe ich nicht. Hast du 10 Euro? Auch, nicht. Habe ich nicht leider nicht. Ich habe meine Briefkarte. Hast du deine Briefkarte da? Ja. Er hat seine Brieftasche zu Hause. Ja, Kleiner. Ja, er muss schauen. Auf dem wird kein Radfahrer. Auf dem wird. Oh, hier kommen meine Nachbarn. Jetzt, kleine Umfrage bitte. Der durchgeknallte Nachbar. Ja, Gott sei Dank. ist das Ihr Sohn? Nein, ich tue nur so. Also du tust nur so. Ja. Ist das deine Mutter? Nein, sie tut nur so. Also tut nur so. Ja. Also ich hätte eine sehr intelligente Frage. Oh, Halleluja. Wer wird Europameister? Wer wird Fußball-Europameister? Wer wird Fußball-Europameister? Ja. Nein, bitte nicht. Kannst du verstehen, dass sie dir keine Antwort gibt? Ja, mal, das ist so. Ja. Wer wird Fußball-Europameister? Sei aber sehr ehrlich, objektiv und sei ein Deutscher. Die Deutschen sind weltweit ein sehr angesehenes Volk. Fast so wie die, aber heute noch. Fast so wie die Italiener, ne? Nein, lass die Italiener zum Spiel. Wir sind ehrlich. Ich weiß, wer Weltmeister wird. Schnitt, wir schneiden alles weg. Schnitt. Nein, ich weiß, wer Europameister wird. England. Das ist typisch deutsch. Oder Alternative, wenn es England nicht wird. Natürlich könnte sie auch was dazu sagen, Frau Albrecht, so ist es. Ich kenne mich mit Fußball nicht aus. Also,
Fußball. Interessiert mich nicht. Schneider mal auch weg. Grönland. Grönland, ja, Grönland. Denken Sie, dass Grönland auch eine Fußballmannschaft hätte? Warum nicht? Die werden vielleicht einen Schneeball haben, statt einen Ball. Das war gut. Den hält dann vielleicht auch der Lehmann, wer weiß. Stopp, 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 stopp. Stopp, komm mal her, stopp, stopp, kommst mal her. Mein Gott. Die wollen nicht, die haben Angst vor dir. Würde ich mal drüber nachdenken. Also diese Umfrage ist rein aus wissenschaftlichen Zwecken. Ja, Herr Dr. Dr. Professor. Nein, ich bekomme jetzt von der Firma, bekomme ich da pro blaues Auge. Was glauben Sie, wie ich gefährlich ich lebe? Oh, das glaube ich. Das glaube ich. Das ist jedes Jahr immer das allerselbe. Die halte ich auf. Hallo, halt mal, komm mal her. Komm mal. Nee. Ich fährt sogar ins Blumenbeet für dich. So, ich lebe gefährlich. Manchmal muss ich immer vorsichtig sein, wer von vorne kommt oder von hinten. Ich muss immer eine Strecke fahren, wo, sag mal so, wo andere Leute drauf sind, ne? Damit ich Augenzeuge habe. Ah, man hat ihn überfahren. Ja! Das geht anders auch, du, also. Ich finde es gemein, was haben denn die Leute gegen mich? Ich mache doch nur eine Umfrage. Meister, ist doch nicht verboten. Wer wird Europameister? Tja. Kein Sinn für Humor. Nicht also. Wirklich. Aber ich würde mir ein anderes T-Shirt anziehen. Vielleicht wollen dich die Leute dann weniger überfahren. Apropos T-Shirt, jetzt erzähle ich dir mal was. Hm? Und das bleibt verewigt, weil das die reine Tatsache war. Ich habe vor ungefähr ein paar Stunden eine Gruppe von jugendlichen Schülern gefragt, wer Europameister wird. Da hat eine Tussi gesagt, eine Tussi aus Waldkreiburg, Argentinien. Argentinien, okay, dann habe ich gesagt, und wo liegt Argentinien? Dann sagt sie in Brasilien. PISA-Studie. PISA-Studie, also an die Kulturministerin, an die Bildungsministerin Hohlmeier, ah nein, die ist ja schon, wie hieß sie denn, Kohlmeier, oder? Ist doch nicht mehr Hohlmeier. Achso, das ist doch die Tochter vom Willy von Brandt. Strauß. Vom Strauß. Vom Strauß, du bist doch fast besser mit Argentinien und Brasilien, du. Hohlmeier ist die Tochter von Brandt. Aber von dem Goethe, wie hieß er denn? Wie hieß der italienische letzte Ministerpräsident, wie hieß denn der? Berlusconi? Nein, jetzt ist er ja wieder Berlusconi. Der hieß ja... Brodi. 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 Brodi ist doch der Vater von Berlusconi, oder? Der wird Fußball-Europameister. Bravo! Was wäre das? 50 Punkte! Italien? Ja. Verräter! Ja! Bravo! Mach's mal. Brodi, ja? Was ist mit Brodi? Was hast du gegen Brodi? Nix, er ist der Vater vom der Kulturministerin. Berlusconi. Von Berlusconi? Ja. PISA-Studio, number one. Ja, ja, ne? Ich bin gut. Also, an die Kulturministerin Brunsmeier von mir aus. Oder Zypris ist doch die Kulturministerin. Zypris. Das ist die Gerichtsvollzieherin. Die Gerichtsvollzieherin? Ich frage mal den da, wer der Kulturminister ist. Halt, stopp, stopp, wir machen eine Umfrage. Halt mal an. Wer ist in Bayern die Kulturministerin für Bildung und Sonstiges? Auf welcher Schule gehst du? Sag, Realschule oder Gymnasium? Gymnasium. PISA-Studie. Bravo, Applaus. Das haben wir sogar gewusst. Ja. Macht da nichts daraus. Hohlmeier. Hohlmeier, bravo, bravo, 50 Punkte für ihn. Welches Gymnasium? Gas Gymnasium. Also, aufgepasst, Gas Gymnasium, die Elite aller Elite. Tschüss, kannst gehen. Mach's gut.